Jetzt nehmen wir alles, was von C2 abhängt, auf die und alles, was von. Und schon wieder ruckelt das Video. Da reicht die Bandbreite einfach nicht aus, wenn ich hier die Vorlesungen nachschauen will und nebenan gezockt und gestreamt wird. Ich bin Nick und ich studiere Elektro- und Informationstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. In der Vorlesung Nachrichtentechnik lernen wir, wie man Informationen kodiert und übertragen kann. Dass Bandbreitenprobleme bald der Vergangenheit angehören, daran arbeitet Rieke bei der Firma Keysight. Hi Rieke, danke für die Einladung. Und ihr arbeitet hier also dran, dass das Internet schneller wird? Ja genau, das kann man so sagen letzten Endes. Also wir hier bei Keysight stellen Messgeräte her. Das heißt, wenn jemand eine neue Komponente entwickeln oder fertigen möchte, kann man bei uns Messgeräte kaufen, die dann messen, dass die Komponente auch wirklich alle diese Anforderungen erfüllt, die an sie gestellt werden. Das kann zum Beispiel neuer Handysender sein oder auch ein Datenübertragungskabel. Also das ist jetzt eins von den Geräten, mit denen ich sehr viel arbeite. Das kann optoelektronische Komponenten messen. Unsere Laptops, unsere Handys, die verarbeiten ja elektronische Signale, aber die Datenübertragung ist meistens optisch durch Glasfasern. Und diese Wandlung vom Optischen ins Elektrische, die machen solche Komponenten. Die Optik ist halt einfach weniger fehleranfällig und effizienter in der Datenübertragung. Okay, und was wird jetzt dabei genau getestet? Was wir hier messen können, ist letzten Endes, wie schnell die Komponente betrieben werden kann. Ne? Wer schnelles Internet will, der braucht auch schnelle Komponenten. Hier links sind die langsamen Geschwindigkeiten, hier rechts sind die schnellen Geschwindigkeiten. Und je gleichförmiger das ist, desto besser ist die Komponente. Und wusstest du schon am Anfang deines Studiums, in welche spezielle Fachrichtung das dich mal reinziehen wird? Nein, gar nicht. Also mich hat am Anfang vom Studium vor allem fasziniert, wie viel Elektrotechnik um uns herum ist, ohne dass wir es notwendigerweise immer merken und wie viel dann noch verbessert werden kann. Das fasziniert mich auch noch bis heute. Was würdest du denn sagen? Hat dich das Studium am KIT der Elektro- und Informationstechnik besonders gut auf deinen Beruf jetzt vorbereitet? Ja, am KIT ist es ja so, dass die Grundlagenausbildung sehr breit ist und man sich dann aber in viele verschiedene Richtungen rein spezialisieren kann. Ich habe mich im Studium viel mit diesen Themen beschäftigt. Aber wenn sich mein Beruf weiterentwickelt oder ich mich weiterentwickle oder die Technik sich weiterentwickelt, habe ich genug Basics, um mich da anpassen zu können. Ja, super, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in deinen Beruf. Was würdest du denn jetzt abschließend denjenigen empfehlen, die sich ein Studium bei uns vorstellen können? Ich würde sagen, traut euch. Also es gibt in der Elektrotechnik ganz viele spannende Themen, zukunftsträchtige Themen, in denen man richtig was bewegen kann. Egal, ob das jetzt Medizintechnik ist, die E-Mobilität, die Energiewende oder wie bei uns Informationstechnik. Es ist kein einfaches Studium, aber ich habe es auch geschafft und ich hatte vorher auch nichts mit Elektrotechnik zu tun. Und jetzt habe ich aber einen Job, in dem ich mein Geschick beim Rätsellösen einbringen kann, meine Neugierde, auch ganz viel Kreativität und ich werde auch noch gut dafür bezahlt. Also ich kann es nur empfehlen.